Dann war alles weg und völlig verrückt. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute einen sehr netten, interessanten Gesprächsgast hier online am Start, nämlich den Yoshi von der Punkband ZSK. Hallo Yoshi. Hallöchen, ich grüße aus Berlin, live. Aus dem sonnigen Berlin, wie wir sehen, so auch durchs Fenster. Ja, leider, es sind plus 5 Grad, der ganze tolle Schnee und das Eis schmilzen weg, aber Jetzt hat egal, so man ist einmal es. richtig Winter Wonderland und das ist dann irgendwie nur so ein kurzes Vergnügen, ne? Immer das Ja, aber Wetter. immerhin, immerhin. Ja, aber wir haben das Beste draus gemacht und wir machen weiter das Beste draus. Und ihr habt ja auch das Beste draus gemacht, vor kurzem mit dem Erscheinen eures neuen Albums, Ende der Ja. Welt, was dann das Beste oder fast das Beste. Ihr seid bis auf Platz 3 der Charts gelandet, was natürlich schon eine tolle Sache ist. Ja, auf jeden Fall. Wo man normalerweise dann auch sagen würde, so jetzt ist Party angesagt und alles ist jetzt Friede, Freude, Eierkuchen. Auf der anderen Seite haben wir halt das, was wir halt momentan haben. Und da stellt sich dann die Frage, wie geht's euch denn jetzt da so momentan? Ja, also wir schwanken zwischen totaler Euphorie und absoluter Verzweiflung natürlich, ne? Also dass das Album so eingeschlagen hat, es hat uns auch überrascht. Ist phänomenal. Wir sind total glücklich und ist wunderbar. Und uns schreiben so viele Leute, wie toll sie bestimmte Songs finden und dass sie die unbedingt live hören wollen. Und dann guckt man auf den Tourplan und man weiß, selbst bei den Konzerten, die es noch dieses Jahr gibt, keiner kann einem sagen, ob sie stattfinden oder nicht. Das macht einen schon fertig, weil normal wären wir jetzt die ganze Zeit auf Tour und es zerreißt einen innerlich wirklich. Aber andererseits, ja, so ist es halt. Und ich meine, es ist ja bei uns schon auf eine Art auch ein Luxusproblem, ne? Also, weißt du, andere Leute haben keinen Job mehr, gut, wir momentan auch, aber keine Ahnung, oder sind selber oder Freunde oder Verwandte. Schwer von Corona betroffen oder sogar im Krankenhaus, da will ich hier nicht jammern, dass wir halt diese Konzerte nicht spielen können. Irgendwann werden wir wieder Konzerte spielen, dann lassen wir es doppelt so doll knallen. Ja, ich glaube auch, also das ist so auch so ein bisschen irgendwie die Hoffnung, so jeder scharrt so mit den Füßen, dass man irgendwie so das Ja. Gefühl hat, wenn es dann losgeht, dann geht es richtig los. Und das Ja, wäre hoffentlich. Ich natürlich meine, schon. trotzdem, die Leute haben ja nur irgendwie so und so viele Tage die Woche Zeit für Konzerte und so. Ich weiß gar nicht, ob sich am Ende das. Also alle denken, yeah, und dann sind alle Konzerte ausverkauft. Ich glaube, die ganzen Highlights werden bestimmt so mitgenommen, die ganzen echt großen Sachen, Toten Hosen, Rammstein, Ärzte und so. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass bei kleineren Bands und auch bei Bands wie uns, die so Tausender, 1500er Clubs spielen, dass das am Ende nicht so geil ist, weil die Zeit und das Geld der Leute ist einfach begrenzt. Und ich Ja, meine, wir klar. haben schon irre viel Tickets für die Tour verkauft, aber wir haben ja auch noch neue Daten angekündigt und so. Keine Ahnung, das kann einem keiner so recht sagen. Ja, Und ich vielleicht weiß auch pendelt nicht, sich ob so in der sich, Mitte ein irgendwie, ne? ja, auch keine Ahnung, ob sich Keiner weiß sofort was. diese Unbeschwertheit einstellt bei den Leuten. Ich weiß nicht, es gibt ja nicht diesen einen Tag und dann so, yeah, sondern das Ja. ist eigentlich so ein Ja. Prozess. Ja. Aber ja, ich meine, wir harren der Dinge und uns geht es auch sonst gut und das ist schon okay, so ist es halt. Ich meine, alle Leute, wir sitzen alle in einem Boot, die ganze Welt kämpft mit dieser Pandemie, so ist es halt. Ich will aber auf jeden Fall die Japan-Tour nachholen, das hat mich schon sehr geärgert, ich habe mich sehr drauf Oh. gefreut. Ja, wir Wäre das wollten das erste gerade. Mal gewesen, dass ihr in Japan seid als Band? Ja, genau. Und Boah. es ist ja ein super spannendes Land und überhaupt, da hatte ich wahnsinnig viel Zeit und Kraft rein investiert, diese Tour startklar zu machen. Und dann, also wir wären im März wären wir da gewesen, also fast Mhm. knapp vor einem Jahr. Und dann war halt irgendwann der Lockdown und es war klar, das geht alles überhaupt nicht. Man durfte nicht mal mehr nach Japan einreisen zu dem Zeitpunkt, wo die Tour begonnen wäre. Ja, das Aber ich wäre auch habe. das, was ihr 2020 geplant hättet, unter anderem, ne? Genau, wir wollten die Japan-Tour machen, dann ins Studio,
dann in die ganzen Festivals abreißen im Sommer und Ende des Sommers hätte die Platte schon kommen sollen. Und dann haben wir die jetzt, hatten wir die um ein bisschen mehr als ein halbes Jahr geschoben. Und damals dachten alle, naja, im Januar 2021, das alles wieder völlig normal. Ja, völlig ja, ja. Einschätzung, aber egal. Also wir, ich meine, wie lange soll man die Songs sozusagen mit denen in der Tasche dann warten? Das, wir hätten das, glaube ich, so oder so jetzt auch rausgehauen. So ist es dann jetzt halt. Und ja, und ihr habt es gemacht. Tat der Freude ja keinen Abbruch. Also die Leute feiern das wirklich hart und ja. Ja, ja, klar. Quad Era Demonstrandum, ne? Also tatsächlich ja. Jetzt hier Platz 3 auf den in den Charts. Das ist schon eine Ansage. Es ist irrsinnig. Hätte mir das mal jemand gesagt, irgendwie damals, ja, und später landet ihr mal oder so, oder? Ist doch witzig, die kleine Mini-Punkband aus Kreuzberg plötzlich da. Aber man muss auch sagen, wir hatten auch eine irre gute Chartwoche. Da war also so kaum Konkurrenz. Und dann kann sowas einfach mal irgendwie passieren, dass man da sehr viel höher rutscht. Als ja, aber ihr habt auch die Fans und die kaufen das ja, dann ja, halt ich habe auch und wirklich die sind das Gefühl, halt auch ausgehungert, ne? Und gerade so ja, und die in Leute diesen wollen einen wirklich Corona-Zeiten. Unterstützen. Also wir haben schon den Eindruck, dass richtig viele Leute dieses Mal speziell, um uns zu unterstützen in diesen Zeiten, gesagt haben, ja, ich höre das fast immer nur auf Spotify, aber ich hole mir jetzt trotzdem diese CD-Box. Jetzt mal Ich hole extra. Mir trotzdem noch die Schallplatte. Ja, und, aus so einem anderen Spirit also raus, so, also aus wirklich so ja, einer Art Gemeinschaftsgefühl. Genau, die, Weil ich meine, ist da ja hängen auch ja was auch irgendwie anderes. alle möglichen, da hängen ja auch eure, ihr habt ja auch jetzt, ihr seid ja jetzt nicht nur die Band, da hängen ja ganz viele Sachen noch so noch mit dran, ne? Es ist, Ja. Die Techniker und so weiter und so fort, das Management, was weiß ich, was da alles dazugehört, Merchandising-Leute und so weiter und so Ja. fort. Das macht natürlich schon was aus, gell? Und dann auch so, dass ihr es gemacht habt, einfach unter Corona-Bedingungen ein Album aufzunehmen, das ist ja auch etwas, was die Leute wahrscheinlich auch irgendwie honorieren möchten. Und wie war das denn dann so, unter Corona-Bedingungen ein Album aufzunehmen? Kannst du da ein bisschen was aus dem Nähkästchen Ja, erzählen? also erstmal war es halt gar nicht, weil gar nichts ging, ne? Normal wären wir ja dann direkt Ende März da ins Studio gefahren. Wir nehmen immer auf, schon bis auf das allererste Album haben wir alle Alben im Horus Sound Studio in Hannover aufgenommen. Das ist eine Top-Adresse und super Leute, mit denen wir seit Jahren eng zusammenarbeiten. Ist schon, da fühlen wir uns immer sehr wohl. Die haben oben drüber, ist mitten in der Innenstadt von Hannover. Oben drüber ist so eine Musikerwohnung, unten ist das Studio drin. Da haben die Do Nots auch schon aufgenommen und tausend andere. Und das ist wirklich super. Da kannst du, wenn du es drauf anlegst, kannst du mitten in der Nacht sagen, ey, komm, wir nehmen noch was auf, dann gehst du wieder runter. Und dieses Mal war es halt alles dann natürlich eingeschränkter. Also wir haben ja ein paar Gastmusiker, Swiss, diesen Rapper und 100 Kilohertz, die bei dem einen Song die Bläser machen. Normal hätten wir die natürlich ins Studio geholt, das ging dann alles nicht. Und auch wir kamen meistens dann so versetzt, dass wir nicht immer alle da zusammen rumhingen. Das war schon ein bisschen komisch, aber ging alles. Also man muss sich halt darauf einlassen, wie bei allem, bei diesem ganzen Corona-Ding musst du dich ja plötzlich auf Sachen einlassen, ne? Also war dann okay. Ja, ich glaube, es war auch, kann ich mir mal vorstellen, dass es auch eine schöne Situation war, zu sagen, wir schaffen es jetzt unter Einhaltung der Regelungen und Anpassungen an die Bedingungen dennoch in einem Studio aufzunehmen und greifen jetzt nicht auf, wie es ja auch viele versucht haben, mehr oder weniger erfolgreich auf einen reinen Online-Prozess zurück, dass man sich die Files hin und her schiebt und vielleicht dann bei sich zu Hause irgendwie aufnimmt oder in einem Home-Studio und das dann versucht zu kombinieren, sondern es war schon dennoch eine professionelle Arbeitssituation direkt in einem Studio. Das ist ja, also wir finden das, ja, das ist uns ziemlich wichtig, dass es wirklich, dass die Alben knallen und gut aufgenommen sind und gut produziert sind und das Horus-Studio war da immer gut und da sind wir auch einfach bei geblieben und wir wollten das so machen wie immer und jetzt nicht irgendwie so ein völlig so aus dem Ärmel geschütteltes Ding. Das, ich glaube, das wäre einfach nicht gut geworden. Wir brauchten schon die Bedingungen. Ja. Wie sonst auch halbwegs und dann haben wir einfach gewartet, bis man wieder normal ins Studio konnte und das war dann halt irgendwann im Sommer. Ich weiß gar nicht, wann waren wir denn?
Juli, August, da waren die Zahlen ja auch gerade ziemlich runter und es fühlte sich alles ein bisschen besser an. Ja, Dann wurde ja. es wieder schlechter. Aber bevor es Ja. schlechter wurde, habt ihr dann sogar auch noch Videodrehs gemacht. Oder war es dann schon in der Zeit, wo es dann tatsächlich schon wieder schlechter geworden ist und ihr habt es trotzdem geschafft, eure Projekte umzusetzen? Ich meine, das waren ja immerhin 5 Videos. Ist ja schon Ja, auch eine also Hausnummer. ja, teils, teils. Also das Video zu diesem Drosten-Song, das ist ja ein reines Computervideo. Das hat eine Freundin von uns aus Hamburg für uns gemacht und das haben wir dann hin und her geschickt. Das ist sozusagen sehr Corona-konform gelaufen am Rechner. Und dann haben wir ja so ein Video gedreht zu dem Song Mach's gut in so einem Berliner Skatepark mit auch, ich glaube, 35 Fans. Das war erstens zu der Zeit, wo die Zahlen sehr gut waren und es auch sogar diese Corona-konformen Konzerte gab, wo so Gruppen an einen Tisch gesetzt wurden und also so Hausgemeinschaften oder Gruppengemeinschaften, so, ne, die dann zusammenbleiben mussten und damit war es dann auch okay. Und da haben wir schon uns einen ganz schönen Kopf gemacht, um so Corona-konform das hinzukriegen mit einem verrückten Plan. Wir haben die ganzen Statisten in so Gruppen eingeteilt, ne, A, B, C, D, E, F. Und dann wurden immer nur diese Gruppen irgendwo hingestellt. Und das wurde dann so geguckt, dass es trotzdem fröhlich und nicht so verkrampft aussieht und locker, weil das ist ja so ein Sommer-Party-Video gewesen. Und bei der Konzertszene, wo dann alle rumgesprungen sind, mussten dann halt auch alle Masken tragen. Und wir haben selbst vorher halt Corona-Tests gemacht, extra damit wir zwar ohne Maske halt singen können, aber im Zweifelsfall niemanden anstecken, weil bei uns klar war, wir haben es einfach nicht. Das sieht man alles im Video eigentlich kaum. Es sieht aus wie so ein, außer diese Szenen, wo alle mit Maske da Pogo machen. Aber ansonsten fällt es kaum auf. Das war ganz schön. Es haben uns auch super viele Leute geschrieben, dass das Video dadurch so ein schöner Lichtblick war im Sommer. Und ich muss auch ehrlich sagen, für uns war das die einzige Sache in diesem Sommer, die, oder fast in diesem Jahr, Anfang des Jahres waren wir noch auf Tour, wo man sich so ein bisschen frei und fröhlich und wieder als Band fühlen konnte in so einem, ist ja kein Live-Kontext, aber zumindest so Kontakt mit den Fans und so. Das war für uns schön. Und dann haben wir noch 2 Videos gedreht im November, wo gerade dieser Lockdown-Light losging. Die haben wir größtenteils im SO 36 gedreht, damit die auch die Miete kriegen, um die Ja. zu unterstützen. Da ist ja nichts, ne? Und Ja, dann ja, ja. Veranstaltungen dürfen natürlich nicht stattfinden, aber das war ja keine Veranstaltung, sondern wir haben es gemietet, um zu arbeiten. Und da haben wir dann wirklich morgens eine Teststation aufgebaut, haben uns Schnelltests für wahnsinnig viel Geld gekauft und alle 15 Leute, die da beteiligt waren, jeder, der reinkam, wurde als erstes getestet, 20 Minuten warten und erst dann ging es weiter, damit das safe ist, weil wir da auch für das Video in so einer Limousine rumgefahren sind und so sehr eng und das war dann für uns die einzige Möglichkeit, wo wir gesagt haben, so ist es safe, so können wir guten Gewissens diese Videos drehen. Und Ja. das dann auch war dann auch gut, weil dann weißt du, alle sind gesund, alles ist gut, dann kriegst du da auch eine lockere Atmosphäre hin. Aber ja, also verrückt, das hätte man sich halt früher auch nie träumen lassen, dass mal so eine Situation dann ist, ne? Aber ja. Ja, sonst ist das SO 36 ist irgendwie so die Standardadresse für irgendwie Ja. nicht Mainstream-Konzerte gewesen. Und ich habe auch irgendwie so am Anfang vom ersten Lockdown auch mitbekommen, so, dass die da halt auch versuchen, viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und das ist natürlich auch toll, dass ihr euch das als Location ausgesucht habt, weil es Ja, die vielleicht so ein haben da auch bisschen auch so eine. stellvertretend steht, ne? Ja, klar. Also, das ist für uns total herzzerreißend, weil es gibt ja in ganz Deutschland coole linke alternative Clubs, kleinere und größere. Wir haben überall gespielt. Wir haben in jedem beschissenen Jugendzentrum gespielt. Wir haben in besetzten Häusern gespielt. Und wir sind halt mit der Band gewachsen. Inzwischen spielen wir halt in auch echt großen Läden. Aber alle gleichermaßen wissen wir bei all diesen Läden nicht, ob es die nach dieser Pandemie noch gibt, weil die einfach pleite sind, ne? Und gleichzeitig ist uns völlig klar, wir können unmöglich all diese Clubs gleichzeitig unterstützen, außer dass wir mal sowas schreiben wie hier, guckt mal euren lokalen Club, wie ihr da helfen könnt. Beim SO 36 war klar, dass wir auf jeden Fall denen helfen wollen und müssen. Da arbeiten auch richtig viele sehr gute Freunde von uns. Die haben so eine Spendenkampagne, dann haben wir so ein SO 36-Schild gekauft von denen, also gespendet dafür und so. Aber
es gibt ohne Ende andere Clubs, die wir auch noch helfen müssten. Aber wie viel kann man da machen? Es ist einfach begrenzt. Jetzt machen wir nochmal so eine Aktion, wo wir so ein Soli-Shirt machen, so ein Benefit-Shirt für drei ausgewählte Clubs. Das geben wir demnächst bekannt. Aber Ah. da denke ich mir auch so, wir helfen jetzt dann nochmal drei Clubs, aber man müsste 300 Clubs helfen. Ja, Aber ja. da sind unsere Möglichkeiten einfach begrenzt. Aber ich denke mir, wenn jede Band irgendwie sich ein, zwei Clubs schnappt, denen die unter die Arme helfen und vielleicht das noch klappt mit den ganzen Fördergeldern der Bundesregierung, die ja auch da sind, die meisten Clubs ja auch kriegen, soweit wir es mitbekommen. Vielleicht kann man die meisten Clubs dann retten. Aber Das klar, wenn wäre wir jetzt wieder super. auf Tour gehen, wir haben keine Ahnung, ob es alle noch gibt. Ja, klar. Man kann halt irgendwie ein Zeichen setzen und Ja. versuchen, irgendwie das Beste daraus zu machen. Ihr habt halt eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit und das ist natürlich toll, dass ihr dann auch versucht, das dann auch so in Szene zu setzen im positiven Sinne, um zu versuchen, in dem Rahmen eurer Möglichkeiten was zu erreichen, ne? Und ihr seid ja auch immer sehr am Zeitgeschehen. Also ihr habt ja auch dann, wie du gerade kurz mal erwähnt hast, dieses Drosten-Video aufgenommen. Was Ja. hat es denn damit dann so auf sich? Ja, das war witzig. Naja, also das war wirklich eigentlich aus so einem Scherz entstanden. Ich habe im Sommer getwittert und geschrieben, hier, weil gerade der Drosten da so wahnsinnig von der Bild-Zeitung attackiert wurde und ja dann getwittert hat, so lustig, ich habe Besseres zu tun, als das die Anfrage der Bild-Zeitung zu bearbeiten oder zu beantworten. Und dann habe ich aus Witz so ein GIF von ihm getwittert und dazu geschrieben, 1000 Retweets und wir machen einen Song mit dem Titel, ich habe Besseres zu tun. Und das war so ein Witz. Ich wusste natürlich, also wir mögen den Drosten, weil wir denken, das ist ein schlauer, vernünftiger Typ, der toll diese Pandemie erklärt. Und es ist super ätzend, wie der von Nazis und Reichsbürgern und Corona-Leugnern attackiert wird. Aber dann, dass dieser Tweet dann so durch die Decke ging, also nach 1,5 Stunden waren diese 1000 Retweets längst drin und dann immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich die anderen angerufen und gesagt, Leute, wir können das jetzt nicht so stehen lassen. Wir müssen da jetzt wirklich, irgendwas müssen wir da jetzt wirklich veröffentlichen. Und wir waren ja die ganze Zeit dabei, noch die Demos für das Album fertig zu machen. Das war alles so in der Schwebe. Und dann habe ich mich hingesetzt und schnell einen Text geschrieben und wir haben so die Demos durchgeguckt und dann daraus irgendwas zusammengesetzt. Sozusagen und diesen Song so aus dem Ärmel geschüttelt. Und dann haben wir diese Freundin aus Hamburg gefragt, ob sie kurz so ein Video machen kann. Und ich hatte die Idee, dass man sagt, so Super Mario-mäßig so Figuren rumspringen lässt und Drosten, der mit Laseraugen da alles zerschießt, die Viren und so und Hildmann auf den Kopf springt. Naja, und dann, ja, das war alles so über Nacht und aus Scherz. Und dann ist dieses YouTube-Video ja völlig durch die Decke gegangen. Und auch die Presseanfragen bei uns waren unglaublich. Also Presse aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Großbritannien, Frankreich, völlig verrückt. Alle haben hier angerufen, alle Radiosender haben diesen Song plötzlich gespielt. Das war schon sehr witzig, weil ich meine, das war halt so eine einmalige Sache, die es auch nie wieder für uns so geben wird. Und wir haben das dann sehr genossen. Und dass wir dann natürlich Drosten auch noch getroffen haben und er auch nochmal gesagt hat, dass er sich sehr freut und das cool findet und auch noch gesagt hat, klar, er spielt das Konzert mit uns. Das kannst du ja auch nicht, Ja, das kann man ja nicht planen. Das war nur ja. wirklich witzig. Aber ich muss auch echt sagen, ganz toller, angenehmer Typ, voll cool. Er meint dann so, ja, in den 80ern hat er auch eher Punk gehört, später dann hat er in dieser Metalband gespielt. Sehr sympathisch und gleichzeitig, also so witzig dieses Video und der ganze Song ja ist, das ist ja schon auch ein ernster Hintergrund und auch Oh ja. Art gewesen, uns bei diesen ganzen Wissenschaftlern und Ärzten und Krankenschwestern und Pflegern und so zu bedanken, dass sie da Tag und Nacht versuchen, Menschenleben zu retten und die auch so ein bisschen in Schutz zu nehmen vor diesen ganzen widerlichen, menschenverachtenden Arschlöchern, die die ganze Zeit glauben, es gibt Corona nicht und ihn da so attackieren. Also es macht mich richtig wütend, dieser Mist da. Ne? Genau, das also insofern. Und das sind dann auch positive Erlebnisse, die sonst außerhalb so einer Situation natürlich nicht passiert wären. Und Ja. so schlimm das alles ist, das dann in einem positiven Kontext zu setzen und aus einer bestimmten positiven, lebensbejahenden Einstellung heraus, linken Einstellung heraus von mir aus, sowas dann umzusetzen, ist ja auch mal irgendwie ein positives Zeichen, wo man dann irgendwie sieht, es kann ja doch funktionieren, weil die Leute sind da ja draußen und die feiern das dann auch, ne?
Ja, also ich glaube, was man da ganz gut gesehen hat, also diese Corona-Leugner, ne, das sind zahlenmäßig einfach nicht viele Leute, wenn du dir überlegst, es gibt, keine Ahnung, 82 Millionen Menschen in Deutschland, das sind nicht viele, aber die schreien halt sehr laut und kriegen sehr viel Medienaufmerksamkeit, was ja auch okay ist. Ich will ja auch, dass die Medien darüber berichten, was sie da für eine Kacke machen, aber das ist eigentlich eine zahlenmäßig kleine Gruppe und der Großteil der Menschen in Deutschland, der allergrößte Teil, gibt es ja auch Statistiken und Umfragen zu, sind einfach völlig korrekt und verantwortungsbewusst und solidarisch und sagen, ja, das ist jetzt scheiße und ja, ich trage meine Maske und ich halte mich an die Regelung, damit nicht noch mehr Menschen sterben. Und das war einfach mal eine Möglichkeit, glaube ich, für viele das zu zeigen, weil alle haben dann dieses Video getwittert und sich gefreut und uns haben auch ganz viele Ärzte und auch Wissenschaftler und so geschrieben und sich für den Song bedankt. Die haben geschrieben, ey Leute, mit Punkrock habe ich überhaupt nichts am Hut, interessiert mich auch nicht. Aber das war eine coole Nummer. Vielen Dank. Das hat mir irgendwie den Tag gerettet. Das Ja, finde ich irgendwie das cool. ist. Und ich glaube, das hat bei vielen Leuten so einen Nerv getroffen, dass sie sich gefreut haben. Und ich bin ja auch immer dafür, so schlimm auch eine Situation ist, dass man trotzdem irgendwie nicht den Mut oder auch den Humor oder die Freude verliert am Leben und so. Und ja, irgendwie war der Song genau so. Ja. Wir machen ja genug wütende andere Songs, die so alles ist Mist, mäßig sind. Ja. Ja, das ist gut. Und das ist interessant, dass es funktionieren kann. Ja, wichtig. Eigentlich wäre das jetzt schon fast ein Abschlusswort. Ich möchte trotzdem noch mal auf eine Besonderheit eingehen, weil wir vorher, bevor wir über die Videos gesprochen haben, auch über das Album gesprochen haben. Und da ist eine Sache dann doch sehr auffällig, und besonders. Ihr habt 5 verschiedene Vinylversionen rausgebracht. Ja, das Und freut die mich sind so sehr. richtig eingeschlagen. Und vor allem, ihr habt ja auch nicht einfach nur so jetzt so, wie vielleicht in den 70ern, da gibt es halt dann irgendwie eine schwarze Schallplatte und die steckt dann in einem Cover drin, sondern ihr habt dann irgendwie noch zusätzlich dazu irgendwie auch geschaut, dass ihr das wirklich besonders aufbereitet. Da ist dann noch eine CD mit irgendwie mit beigelegen und wirklich halt so richtig schön. So, um wirklich was in der Hand zu haben, was einen halt auch irgendwie freut, haptisch auch irgendwie erfreut, ne? Ja. Und ihr habt Erfolg gehabt. Wie kam das dann zustande so? Meint ihr, dass es da jetzt irgendwie einen krassen Vinyl-Hype gibt? Wie erklärst du dir diesen Erfolg? Ja, also grundsätzlich erstmal, ich find's sehr wichtig, dass alle Sachen, die wir machen, sei es nun ein T-Shirt oder ein Platten-Artwork oder sonst was, dass das cool ist und schön und mit Liebe gemacht und so, dass ich das selber auch kaufen oder anziehen würde oder so, ne? Und deshalb, wie du sagtest, geben wir uns bei allen Sachen wirklich viel Mühe und stecken da sehr viel Energie und Hirnschmalz rein, dass das cool wird. Und ja, ich glaube, Vinyl ist einfach plötzlich total angesagt wieder. Also es war ja in den letzten Jahren schon so zu spüren. Und ich bin selber auch Vinylsammler und deshalb freut es mich persönlich sehr, dass wir haben immer dieses schöne 180 Gramm Vinyl, da geht auch Century Media, unsere Plattenfirma, total mit. Alles ist bei denen da sehr hochwertig. Es liegt jeder Schallplatte auch eine CD bei, finde ich auch total fair. Du hast sie zu Hause auf dem CD-Player, kannst sie im Auto, hast sie zu Hause auf dem Plattenspieler, kannst sie im Auto einen CD-Player hauen. Und genau, und weil wir selber Sammler sind, weiß ich, wie cool die Leute es finden, wenn es verschiedene Versionen gibt. Und dann gab es halt eine goldene 100 Stück, eine weiße 200 Stück, eine gelbe 300 Stück und so eine coole Splatterplatte 500 Stück. Und der Rest ist schwarzes Vinyl. Und ich hätte das nie gedacht, aber bis zum Release war alles ausverkauft. Alles, nur die schwarze, die ist halt nicht limitiert. Die kann halt nachgepresst werden, aber alle anderen war alles weg und völlig verrückt. Und wir sind ja sogar es gibt ja so Vinylcharts, einmal im Monat so, ne? Vinylcharts. Und es gab in Deutschland nur zwei andere Bands, die im Januar mehr Schallplatten verkauft haben. Und das waren AC/DC und irgend so eine verrückte Metalband, die ich gar nicht kannte.
Das hätte ich nicht gedacht, aber ja, sehr schön. Und die Kids freuen sich auch. Es gibt auch wirklich ab und zu Freaks, die kaufen sich alle 5 Vinyl-Versionen. Ja. Kann man sagen, ist verrückt. Ich denke immer, ja, mache ich auch bei manchen Bands, die ich total liebe, kaufe ich mir alle Vinyl-Versionen. Ja, das ist doch schon fast eine Art Liebesbeweis, oder? Von euren Total. Fans Wie zu gesagt, da euch. sind wir wieder bei dem Thema vorhin. Ich glaube, das haben auch viele Leute gemacht, die das vielleicht fast nur auf Spotify hören, aber sagen, ich finde es geil und ich will diese Platte im Schrank haben. Geht mir auch genauso. Natürlich, wenn ich unterwegs bin und Zug fahre, sonst wohin ins Studio, natürlich höre ich da keine Platten, sondern ich höre es auf Spotify, ne, oder im Auto. Aber ich habe trotzdem die Platten zu Hause und lege hier mal ab und zu eine auf. Aber klar, Ja, eben. wenn ich Ich so meine, man muss sich ja durchrechne, nicht wie auf viele eine Stunden. Sache. Genau, aber diese Schallplatten, das ist einfach was anderes als eine CD. Ja. Das ist irgendwie, hat was. Ja, und es ist schön, dass das wiederkommt. Und es Ja. ist schön, dass auch viele Sachen wiedergekommen sind dieses Jahr, die auch, wie zum Beispiel, coole Videodrehs und so und Kontakt zu interessanten Leuten und die ganzen positiven Sachen, die ihr so erlebt habt. Das, und wenn jetzt noch dieser Scheiß Virus Ja. tatsächlich auch noch mal irgendwie zumindest eingedämmt wird und sich dann so was Positives dann auch wieder weiter bewegt, dann wäre das wirklich einfach eine tolle Sache. Und es gibt ein paar Tendenzen, die passen ja, die passen auch richtig Ja, gut. es muss jetzt einfach es muss mit den Impfungen vernünftig vorangehen und dann sieht man, wie es weitergeht. Also, ich meine, Israel macht es ja vor, ne? Die haben jetzt fast 70% geimpft. Das ist der Wahnsinn, finde ich sehr beeindruckend. Wir waren ja gerade 2019 noch in Israel auf Tour und die Freunde von uns, die dort sind und uns schreiben, sagen auch so, ja, da kehrt halt langsam in manchen Teilen wie das normale Leben ein. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch hier zügig hinkriegen und es dann irgendwann wieder wie früher weitergehen kann. Also ich muss schon sagen, was mir wirklich fehlt, dieses einfach, dass man herzlich Leute in den Arm nehmen kann. Das Ja. ist Hand geben, scheißegal, habe ich eh nie Ja. gemacht. Das ist so spießig. Aber so Leute, gerade nach jedem Konzert gehe ich ja eigentlich immer, ich gehe von der Bühne, ich ziehe mich nicht um, ich gehe von der Bühne direkt zum Merch, manchmal direkt durchs Publikum. Und rede dann noch eine halbe Stunde oder länger mit allen, die wollen und sag oder bedanke mich, dass sie da sind, weil ich muss auch wirklich sagen, ich weiß absolut, dass wir ein wahnsinniges Glück haben und ich weiß, dass wir das ein Riesenprivileg ist und ein Riesenglück für uns, dass wir diese Band machen können, dass wir das machen können, was wir tun. Als wir angefangen haben, hätte ich das nie gedacht, dass wir später mal eine Tour spielen und da irgendwie 1000 Leute vor einem stehen und diese Musik mitsingen. Und ich weiß das sehr zu schätzen und ja, spreche dann sehr gern mit allen Kids, die da kommen und mit einem reden wollen oder irgendwie Autogramme wollen oder so. Und diese Unbeschwertheit, da einfach Leute in den Arm nehmen zu können und sagen zu können, ey, geil, dass du hier warst. Oder wir haben ja inzwischen auch in jeder Tourstadt haben wir ja inzwischen wirklich gute Freunde, die dann auftauchen, wo man sich einfach freut, weil es ist nicht mehr nur dieses Konzert, sondern in jeder Stadt kommen diese Leute, die seit Jahren kommen, mit denen du zu tun hast auf verschiedensten Ebenen oder zusammengearbeitet hast oder andere Bands, die dann Backstage kommen, mit denen man feiert. Und diese Unbeschwertheit, zusammen ein Trinken und in den Arm nehmen und so, das will ich echt sehr bald wieder haben. So geht es nämlich nicht weiter. Aber Ja, wir halten noch ein bisschen durch bis dahin. wir halten noch ein bisschen durch und wir klopfen jetzt hier mal auf Holz, dass das auch Mache ich mal auch hier. wieder, genau, dass das auch tatsächlich mal wieder passieren wird. Wir glauben da jetzt einfach mal dran und Glaube Schon kann ja werden. vielleicht auch Berge bewegen und vielleicht auch ein paar Viren, egal, auf jeden Fall. Es wird, nein, Viren wird es nicht bewegen, aber immerhin, wir hoffen einfach, dass es besser wird. Na, Es wird, es wird. Wie gesagt, es passieren positive Dinge, es geht voran und wir sitzen alle im selben Boot, dass wir dann aber auch irgendwann hoffentlich dann auch wieder an einem guten Ufer auch wieder An einem verlassen können. sicheren Hafen. In einem sicheren Hafen. Ja, Genau, dem und der sichere Hafen Konzerthafen. sind dann Konzertlocations und so weiter und so fort, schöne Ganz Studios genau. und dann wird das wieder. Ja. Insofern, ja, ich glaube, da ist jetzt eigentlich alles so mit gesagt, ne? Ich danke dir, dass wir da jetzt echt schon
total schönes Gespräch geführt haben. Ja, danke für die Einladung. Sehen uns dann hoffentlich mal auf dem Konzert, du. Ich schreibe Ja. mich auf die Gästeliste. Ich freue mich. Nee, wirklich. Dann wird das passieren und wir halten noch ein bisschen durch und dann schaffen wir das. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Yoshi, dass du da Ja, gewesen bist, cool. online. Bis dann. Und wir sehen uns. Mach's gut. Bis dann. Passt auf euch auf, Peoples.